Liebe Freunde, heute wollen wir nur mal einen kurzen Blick auf die FDP, also die sogenannte Freie Demokratische Partei, werfen und wie sich das entwickelt hat und warum für mich Lindner nicht als Parteivorsitzender bezeichnet werden sollte, sondern als Pilot. Das erkläre ich Ihnen auch später, wieso. Also liebe Leute, bleiben Sie dran, gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, die FDP ist schon sehr speziell. Ich gebe auch zu, ich habe sie früher auch mal gewählt, weil ich generell eher ein Liberaler bin und eigentlich für Freiheit bin und auch nicht so viel davon halte, wenn der Staat sich zu sehr einmischt. Ja, aber die Zeiten sind lange, lange vorbei. Wir wollen mal einen klitzekleinen Blick in die Größenordnung beim Abschneiden hier zuerst der Bundestagswahlen werfen, um mal zu verstehen, wo die FDP sich normalerweise bewegt. Gucken Sie mal. Das werden Sie wahrscheinlich jetzt nur auf dem Fernseher sehen können oder auf dem großen Computerbildschirm, weil die Skala hier von 1949 bis 2021 geht. Also insofern werde ich Ihnen das jetzt hier erläutern und sonst gucken Sie sich das mal auf dem großen Bildschirm an. Oder Sie gehen zu Tichys Einblicke. Nein, Quatsch. Wikimedia.org, hier oben ist es. Das ist die eigentliche Seite da oben. Da sehen Sie die schöne Statistik. Also ganz am Anfang lagen sie mal bei knapp 12%, also 1949, dann sogar mal 12,8, ein bisschen später. Das geht also hier hoch und runter. Sie waren aber größtenteils eigentlich immer deutlich über der 5%-Marke. Und den letzten großen Höhepunkt hatten sie hier 2009, da war Westerwelle noch dran. Da haben sie sogar 14,6% erreicht. Gewaltig mehr als heutzutage die SPD. Ja, das war aber dann auch in meinen Augen so der letzte gute Parteivorsitzende, der auch noch so einigermaßen Kurs gehalten hat. 2013 waren sie dann weg mit 4,7 und sind dann 2017 wieder reingekommen, erstaunlicherweise mit über 10% und dann sogar 2021 mit 11,5%. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange Lindner eigentlich dran ist, aber ein paar Jährchen sind es auch schon. Und ja, also Lindner kommt sozusagen von 11,5%. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, liebe Freunde, sehr interessant, hier diese Statistik. Das sind die Wahlergebnisse der FDP seit Start der Ampel. Die FDP hat ja 2021 begonnen, die Koalition mit den Grünen und der SPD einzugehen. Wie man so etwas machen kann, ist mir ein komplettes Rätsel. Wahrscheinlich waren die FDP-Leute so gierig auf Macht und auf Ministerposten, dass sie über ihren Schatten gesprungen sind. Und das Ganze mit dem Argument, wir wollen das Schlimmste verhindern. Ja, dazu kommen wir später. Gucken wir mal. Seit Anfang der Ampel, hier die erste Wahl nach 2021, März 2022, ja, hier die erste Landtagswahl nach der gewonnenen Bundestagswahl, 4,8%. Dann 2 Monate später in Schleswig-Holstein sogar 6,4. Also das hier war das Saarland, nicht? 6,4. Dann folgte die nächste Landtagswahl mit 5,9. Dann die nächste Landtagswahl in Niedersachsen, 4,7. Berlin, 4,6. Also schon durchgehend. Und in 5%. In Bremen haben sie es tatsächlich mal geschafft, auf über 5% zu kommen. Und so ab hier, Hessen, geht es den Bach ab. Deswegen würde ich den unseren Freund Lindner nicht mehr als Parteichef bezeichnen, sondern als Flugkapitän, denn er macht jetzt gerade hier einen Endanflug. Sie sind noch nicht ganz unten, sie sind noch knapp über der Landebahn, aber bei der nächsten Wahl werden sie aufsetzen. Gucken Sie mal, Hessen 5-0, Bayern 3-0, Thüringen 1-1 und Sachsen 0,9. So einen schlechten Wert hat die FDP noch nie gehabt, in ihrer gesamten Geschichte nicht. 0,9. Sie ist auch auf keiner öffentlichen Statistik mehr zu finden. Die läuft alles nur noch unter Sonstige und ich garantiere Ihnen, der Abflug wird so weitergehen. Und das alles haben wir unserem Freund Lindner zu verdanken. Lindner, der nicht das Schlimmste verhindert hat, sondern der immer fröhlich weitergemacht hat. Und ich verstehe diese Partei nicht mehr und viele ihrer ehemaligen Wähler verstehen sie auch nicht mehr.
Es geht permanent bergab und Lindner macht keinerlei Anstalten, irgendwie etwas daran zu ändern. Gar nichts. Vielleicht wachen sie jetzt auf. Ich bin mal gespannt, jetzt bei der nächsten Wahl in Brandenburg, ob sie noch die Stelle knapp hinter der Null haben oder ob es nicht vielleicht noch weiter nach rechts geht. Das ist mittlerweile eine Partei, die ist so unbedeutend geworden, zu Recht, dass sie überall verschwindet. Und ich weiß nicht, wie lange sie verschwinden wird. Solange man Lindner noch vorne dran hat, dem man ja nichts mehr glauben kann, überhaupt nicht. Er hatte mal vor, habe ich auch ein Video drüber gemacht, ist vielleicht ein Jahr her, gesagt, oder er hatte eine Wahlempfehlung für die Linke rausgegeben. Er sagte, bevor man AfD wählt, sollte man lieber die Linken wählen. Ja, wenn ein Mann solche Ansichten hat, da muss ich ehrlich sagen, da kann man der FDP dann in dieser Form auch nicht mehr helfen. Vielleicht kommt es ja auch bald zu einer Palastrevolution in der FDP, weil, wie gesagt, Lindner wird bald aufsetzen. Gucken Sie nochmal, Lindner wird bald aufsetzen. Das geht steil runter. Bei der nächsten Wahl ist er vielleicht schon bei 0,0 und irgendwas. Dann ist er drauf. Und mit dem Mann ist keine Veränderung mehr möglich. Er ist auch, das muss ich leider sagen, er hat, glaube ich, Politologie studiert. Also den als Wirtschaftsminister hinzusetzen, ist auch schon eine absolute Katastrophe. Weil der Mann versteht natürlich von Wirtschaft überhaupt nichts. Er gibt vor, liberal zu sein und marktliberaler zu sein, aber als Wirtschaftsminister, nein, den hätte man vielleicht als... Gibt es das noch? Bundespostminister? Ich weiß es nicht. Irgendwohin, irgendwo, wo er nicht großen Schaden anrichten kann. Oder vielleicht als Landwirtschaftsminister, ich weiß es nicht, aber mit Lindner können sie wirklich nichts mehr anfangen. Und er hat die Partei ruiniert. Und die Parteimitglieder haben das in dieser Form auch so hingenommen und haben fröhlich mitgemacht. Da sieht man mal, wie schnell es geht. Auch die FDP hat keinen immerwährenden Anspruch, auf über 5% zu bekommen. Nein, sie ist nun abgesegelt und so schnell wird sich da auch nichts mehr ändern. Und jeder, der ein bisschen, würde ich das sagen, ein bisschen politisch interessiert ist, wird diese Partei nicht mehr wählen können. Man kann dieser Partei nicht mehr glauben, nie mehr, was natürlich auch für die weiten Teile der CDU wählt. Aber die ist ja zumindest noch über der 5%-Hürde. Für die Sozis ist es ähnlich, die kraxeln ja auch teilweise um die 5% herum. Wenn die weiter so machen, sind sie auch bald weg. Aber die FDP hier, das ist nun wirklich der finale Absturz. Und ich muss sagen, liebe FDP, es war wirklich schön, euch gekannt zu haben. Es gab gute Zeiten, vielleicht unter Genscher und auf jeden Fall unter unserem Freund Westerwelle. Aber Lindner ist natürlich der Totengräber. Also insofern, liebe Freunde, wir freuen uns auf die nächste Wahl in Baden-Württemberg.